Willkommen zurück zu Pokémon Schwert. Im letzten Part haben wir hier in Kirchester und auch im Fairbelly das Dynamax-Pokémon aufgehalten, was die Arena angegriffen hat. Beziehungsweise in Fairbelly war dann da plötzlich Betis da, wollte kämpfen gegen uns. Und ja, er hat halt schon drei der Pokémon aufgehalten, deswegen mussten wir uns da um nichts mehr kümmern. Und heute wollen wir nach Claw City und uns dort mal um das Pokémon kümmern, was da jetzt irgendwie randaliert. Das ist auch das letzte, was momentan noch bekannt ist. Ob in Spikeford noch eins auftauchen wird, bin ich gespannt, weil da gibt es halt kein Dynamax-Zeug. Aber mal gucken. So, wir gehen jetzt ins Stadion. Und da das hier ein Drachenstadion ist, wird wahrscheinlich wieder ein Drachen-Pokémon kommen. Deswegen habe ich gerade mal mein Feen-Pokémon vorgepackt. So, Hallöchen, Sanya, was hast du denn hier? Ich glaube nicht, dass Sanya ein Lift ist. Ah, Marvin! Jemand hat gesehen, wie die beiden Clowns durch diese Tür gegangen sind. Okay. Leider ist die Tür elektronisch gesichert. Die Entriegelung wird also etwas dauern. Dann mach mal hinne. Ich werde ein bisschen an diesem Türschloss rumtüfteln und muss hoffentlich zu entriegeln. Könntest du dich dabei um das Chaos im Stadion kümmern, Marvin? Natürlich. Das war schon Roy. Der hier Wort hat wie die anderen einer da auch immer. Hey, ein Glück, dass ihr da seid. Wir sind gekommen, weil wir dir helfen wollten. Das Stadion steht kurz davor einzustürzen. Er steckt voller herumwütender Dynamax mit der Pokémon. Warum gehst du da nicht rein und versuchst, was dagegen zu tun, dass es einstürzt? Bist du irgendwie geistig verwirrt oder so? Ich würde jetzt halt nicht da draußen rumstehen und warten, bis irgendwie Hilfe kommt. Ich würde reingehen und versuchen, was zu machen, aber okay, er scheinbar nicht. Das liegt daran, dass die Kraft der Wunschsterne missbraucht wird. Was, im Ernst? Ah, als ob wir nicht schon genug Sorgen hätten. Egal jetzt, kümmern wir uns erstmal um die Dynamax-Pokémon. Jetzt, wo ihr da seid, kriegen wir das ratzfatz erledigt. Er packt mit an, stimmt's, Marvin? Na klar doch. Na, wenn wir mal nicht das allerbeste Team sind, dann weiß ich auch nicht. Na, ich fand das mit Kate ein bisschen cooler. Kate war die Wasser-Arena-Leiterin, oder? Ich glaube, ja. Die ist meine Lieblings-Arena-Leiterin aus Scala. Also allgemeine Arena-Leiter, auch von den männlichen her. Deswegen fand ich auch das Team mit Kate cooler. Ness, auf dich zähle ich ganz besonders. Schließlich bin ich im Halbfinale bei dir förmlich gegen eine Wandgang gerannt. Du bist ein Profi darin, meinen dynamisierten Pokémon das Leben schwer zu machen. Heute sind wir keine Gegner, sondern ein Team. Wenn wir die Arbeit nicht unter uns aufteilen... Okay, ihr nehmt euch ein Dynamax-Pokémon vor und versucht es zu besänftigen. Los geht's! Ja, das war jetzt immer so. Das musst du uns nicht nochmal erklären. Gut, mal gucken, wer es sein wird. Bestimmt irgendwie, keine Ahnung, so ein Maxax oder so, könnte ich mir vorstellen. Das ist gerade so als erstes Drachen-Pokémon, was mir in den Sinn kommt. Und das stimmt wirklich. Nice. Hallöchen, Maxax. Ich hoffe, du bist nicht so schnell, dass du mich sofort umbringst gleich. Aber ich kann ja eh erstmal Dynamaxen. Dynamaxen darf ich ja eh mal zuerst. Aber die Frage ist, ob mein Angriff dann auch zuerst drankommt. Wahrscheinlich nicht, weil Silbrim ist einfach gefühlt das langsamste Pokémon, was auf diesem Planeten existiert. Deswegen wird das wahrscheinlich nicht reichen. Schätze ich mal. Das Maxax wird mich mit seinem Angriff kaputt hauen, wahrscheinlich. Dann sofort. Ich hoffe einfach mal, dass das gut geht. Ansonsten habe ich auch noch Trapwill, aber ob der irgendwas ausrichten kann, glaube ich kaum. Weil er ist selbst Drache, deswegen wäre sehr effektiv auf ihn. Aber da Silbrim Schaudert ist, wird er wohl auch irgendwas Effektives haben auf mich. Oh ja, oh ja. Und Schütz wahrscheinlich. Ah, naja, überlebt. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie viel Schaden mache ich? Deiner Zauber, let's go. Oh, ich wollte ihn. Nice. Das ist praktisch. Das war doch ein Monat, oder? Ich habe jetzt gerade nicht... Geist war, glaube ich, leer. Oder? Ja, okay, gut. Alles perfekt, super. Ja, so einfach geht's. Perfekt. Das war Maxax. Kann ich das bitte haben? Ich meine, ich weiß, wo ich mal eins fangen kann, aber... Bin ich zu faul für. Ich nehme das gerne mit. Wow, was für ein Teamwork. Das war ganz große Klasse, Leute. Noch schnell Fotos mit zum Abdenken, genau. Zum Andenken, das muss einfach drin sein. Roy, die Lage ist gerade sehr ernst, um ein Foto zu machen. Oh ja, mach trotzdem eins. Gut. Um die Pokémon kümmere ich mich, keine Sorge. Die kriege ich nur wieder fit. Und Marvin, wenn du jemand Hilfe brauchen solltest, sag doch Bescheid, ja? Natürlich. Oh, wir bekommen aus einer seltenen Liga-Karte. Sehr schön. Ein Wort von dir und Roy eilt sofort zur Hilfe. Das verspreche ich dir. Und du, Ness. Irgendwann brauchen wir zwei eine Revanche. Diesmal aber ohne Dynamax.
Ihr habt doch eben gesagt, dass irgendwer die Wunschsterne missbraucht, oder? Ich nehme mal stark an, dass ihr in der Sache bereits Nachforschung angestellt habt. Dann macht weiter so. Das Klaustadion ist derweil bei mir in sicheren Händen. Okay, gut. Dann gucken wir mal. Hat jetzt Sania den Aufzug repariert? Wenn ich mich nicht verzählt habe, hätten wir damit alle Stadien abgehakt, Marvin. Jetzt müssen wir nur noch so bald wie möglich diese beiden Clowns schnappen. Richtig. Wenn die beiden nicht schnell genug aufhalten, könnte der ganze Käse nämlich wieder von vorne losgehen. Wollte Professor Sania sich nicht darum kümmern, die zwei ausfindig zu machen? Wenn wir diese Typen das nächste Mal sehen, werden wir sie so richtig fertig machen. Und dann klingelt das Handy, oder was? Klingelt da nicht... Smart Router natürlich, meine ich, sorry. Klingelt da nicht gerade ein Smart Router, Marvin? Das ist bestimmt Sania. Die steht da unten, die könnte auch hochkommen zu uns. Ja, okay, das haben sie wahrscheinlich so gemacht, dass sie anruft, weil man ja die Reihenfolge auswählen kann, in welchem Stadion man zuletzt ist. Und deswegen hätten wir jetzt auch gerade ein Kirchester sein können oder so. Und da hätte sie eben angerufen. Das ist logisch, aber ich finde, sie hätten ein extra Event einbauen können, dass sie jetzt quasi hochgelaufen kommt, wenn wir hier sind. Ganz ehrlich, das bisschen Arbeit wäre jetzt echt nicht so viel gewesen. Das geht in ein paar Minuten. Einfach mal schnell Laufanimation, sie läuft hoch und sagt ihren Text hier. Egal. Marvin, ich bin Sania. Ja, bin ich gut. Die beiden Clowns haben sich Zutritt zum Klaustadion verschafft und stehen gerade vor dem Eingang zum Energiewerk. Nein, da stehen sie nicht. Wir waren gerade da und du hast uns schon gesagt, sie sind reingegangen. Die Tür dorthin ist zwar verschlossen, aber ich bezweifle, dass die Verriegelung... Verriegelung ein ernsthaftes Hindernis für sie darstellen wird. Das ergibt gerade überhaupt keinen Sinn, weil es, die sind ja schon drinne. Ich meine, das hätte doch Game Freak bedenken müssen, dass man als Spieler auch zuletzt in das Klaustadion gehen kann und Sania einem dann sagt, hey, die sind schon drinne. Und ich meine, was noch weniger Sinn ergibt, dann hätte die Verriegelung ja schon offen sein müssen. Warum zum Teufel ist die wieder zu? Haben die das von innen wieder zugemacht oder was? Also das könnte ich mir schon gut vorstellen, weil wenn sie das machen können, würde ich es auch machen, weil dann kann mir halt keiner folgen, außer man kann die Verriegelung öffnen. Aber ich weiß auch nicht, das ist irgendwie dumm. Weil zum einen kann doch hier irgendwer von dem Personal vielleicht mal versuchen, das zu entriegeln. Oder man könnte halt Olivia fragen, weil die müsste das doch wissen, wie das geht. Keine Ahnung, wo die überhaupt ist, ich weiß es wirklich nicht. Weil es ist halt gerade für die Sicherheit von Gala unfassbar wichtig, dass wir da rein können. Und deswegen ist das gerade so unfassbar unlogisch. Aber egal, es ist ein Pokémon-Spiel. Ich reg mich nicht weiter auf. Alles verstanden? Kommt zum Klarstadion. Wir sind da, du siehst uns wahrscheinlich auch gerade. Und beeilt euch! Ich glaube, Sania hat uns gerade übers Telefon mehr als deutlich gemacht, wie die Lage steht. Im Stadion von Claw City wären wir schon mal. Ach, guck mal, daran haben sie gedacht, dass da ein neuer Text kommt quasi. Ich frage mich, was er gesagt hätte, wenn wir jetzt in dem Stadion von Kirchester wären oder so. Wir sollten zum Eingang vom Energiewerk gehen. Okay, machen wir. Alles klar. Also ein bisschen weiter runter und da ist sie auch schon, Sania. Ich will mit Sania reden, ich bin im Lift. Huch, da bist du ja schon wieder. Ich brauche noch eine Sekunde, okay? Irgendwas stimmt hier nicht, aber ich hab's sicher gleich. Wahrscheinlich, weil die irgendwas gemacht haben, schätze ich mal. Fritze, hat er jetzt das Schloss gehackt oder was mit seiner Elektroattacke? Waren sie jetzt zu faul, dafür eine Animation zu erstellen? Wie er irgendwie irgendwas damit macht? Ach, egal. Was? Die Tür wurde entriegelt? Es ist einfach so faul, ganz ehrlich. Wenn ich mir andere Spiele angucke, wie viel Arbeit die in ihre Animation stecken. So Spiele wie Luigi's Mansion 3, Dragon Quest 11. Keine Ahnung. Einfach gefühlt jedes Spiel, was dieses Jahr erschienen ist, hat bessere Animationen. Oder so, meinetwegen auch manche 16-Bit-Spiele haben so viel bessere Animationen als das Spiel hier. Das ist so unfassbar. Es tut wirklich weh. Ich wusste schon immer, dass du ein kleines Genie bist. Voidi, gut gemacht. Bye, bye. Nee, Volvo, alles klar. Volvo, es ist ja jetzt ein Auto. Die beiden Clowns sind da drin. Wir müssen vorsichtig sein. Lass mal aufs Handy gucken, ob es eine neue Nachricht hat. Gut. Dann gehen wir mal rein, würde ich sagen. Zurück ins Energiewerk. Wo wir schon mal waren und wo halt einfach gefühlt nichts abgeht. Wer ist das denn? Also die Leute da hinten. Oha, oha. Es ist dir also gelungen, die Lage in den Stadien wieder in den Griff zu bekommen. Auch die Türverriegelung scheint kein Hindernis für dich gewesen zu sein.
Nichts anderes hätte ich von einem Champ erwartet. Los, meine Lakaien, etwas Begeisterung über diese ach so mutigen Taten, wenn ich bitten darf. Ist das sein Volk oder was? Wow. Was? Warum diese random NPCs hier? Was stimmt denn mit denen nicht? Ist ja total gruselig. Warum zwingt ihr Pokémon zu deiner Maximierung? Der Grund dafür sind diese Ammenmärchen, denen ihr Glauben schenkt. Aber wir werden allen die wahre Natur von Sexian Samacenta offenbaren. Sexian Samacenta haben Ghana vor dem Untergang bewahrt. Pah, leichtgläubige Narren. Seit ich denken kann, wurde uns stets als den direkten Abkömmlingen der Helden gehuldigt. Doch damit war es schlagartig vorbei, als ihr Unruhestifter Gala vor Endinados gerettet habt. Das ergibt halt auch gerade keinen Sinn, weil er sagt, die Nachkommen des Helden. Nee, der Helden meine ich. Er hat auch der Helden gesagt, oder? Das heißt, er wusste, dass es zwei Helden sind. Ganz Gala dachte, es gab nur einen Held, weil das in Vergessenheit geraten ist. Aber scheinbar wussten die ja, dass es zwei Helden gibt. Also, das Königshaus von Gala, von dem man, by the way, im Spiel nichts hört, so ziemlich, aber egal. Also, warum haben die das dem Volk verschwiegen, dass es zwei Helden gibt? Oder gab, wie auch immer. Egal, hinterfragen wir es nicht. Und dann musste diese Professorin hier auch noch mit ihrem Buch ihren Senf dazugeben. Ja, ganz genau. Ihr sollten dich schämen. Uff. Von einem auf den anderen Tag hat sich die Geschichte geändert. Plötzlich sollen diese Pokémon die Helden gewesen sein. Zu was würde uns das machen? Wollt ihr mal sagen, dass unsere ehrbaren Vorfahren nicht als Lügner waren? Ja. Ihr seid tatsächlich die Nachfahren von der Könige Galas? In der Tat. So war es stets und so möge es auch auf ewig bleiben. Die Geschichte in ihrer bisherigen Fassung war die Wahrheit und die Wahrheit bedarf keiner neuen Interpretation. Sich lächerliche Geschichten über neue Helden aus den Fingern zu saugen, das ist alles völliger Unsinn. Ja, und warum haben dann Sexy und Samacenta auf uns gehört? Es muss ja nicht heißen, nur weil ihr die wahren Nachfahren quasi seid, dass ihr auch das Potenzial dazu habt, Held zu sein, sag ich mal. Sexy und Samacenta sind Pokémon. Die können sich selbst auswählen, wer ihre Meister sind, sag ich mal. Vor allem so legendäre Pokémon. Ich glaube kaum, wenn du jetzt versuchen würdest, das zu fangen und das keinen Bock auf sich hätte, dass es da an seinem Ball bleibt, sag ich mal. Das stimmt nicht. Ich habe mein Buch nicht gelogen. Ich bin fest davon überzeugt, dass Sexy und Samacenta schon seit uralten Zeiten über die Galaregion wachen. Wenn dem so ist, machen wir doch die Probe auf Exempel, um zu sehen, welcher Version der Geschichte die wahre ist. Hä? Ich hab mich verlesen, sorry. Beziehungsweise versprochen. Sollte sich bei diesen Kreaturen wirklich um die wahren Helden von Gala handeln, müssten sie eine geballte Ladung an Gala-Partikeln doch mit Fassung tragen können, oder? Aber klar doch, jetzt dämmert's mir. Der ganze Zirkus mit den Dynamax-Pokémon, das waren Testläufe für das große Finale. Habt ihr völlig den Verstand verloren? Ihr wollt die beiden allen Ernstes zum Ausrasten bringen? Schön, dass wenigstens einer hier seine grauen Zellen mit Sauerstoff versorgt und mitdenkt. Nur kommt die Erkenntnis leider ein klitzekleines bisschen zu spät. Mein herzallerliebstes kleines Brüderchen trifft oben nämlich bereits die letzten Vorkehrungen, während wir hier heiße Luft produzieren. Und gleich hören wir ihn schreien, wie er von Sechsen aufgefressen wird oder so. Das lassen wir nicht zu! Ohohoho, spielt da etwa mit den Gedanken, den Lift nach oben zu nehmen? Genialer Plan, es gibt nur ein Problem, zuerst müssen wir noch an uns vorbei. Wow. Erstmal kurz heilen, weil habe ich ja nicht gemacht, nachdem ich die Arena verlassen habe. So. Wen nehme ich vor? Wenn wir jetzt gegen Schwertold kämpfen müssen, wäre Celebrim sogar ganz... Sinn... Nee, ich nehme ja Kramor vor. Weil der fängt doch mal mit Lauchzelot an, oder? Und Lauchzelot braucht Kampf, glaube ich. War dann ja nur Kampf oder der an zwei Typen? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe gerade irgendwie was von Unlichtkampf im Kopf, aber das war falsch, oder? Ich bin mir gerade echt nicht mal sicher, Moment. Ich habe doch selbst... Genau. Kann ich hier irgendwie auf den Pokédex-Eintrag zugreifen? Welche Nummer bist du?
Du, ich lasse hier irgendwo... Nee, leider nicht. Ich wollte jetzt gucken, ob ich das Vieh im Pokédex schnell finde, also sein Weiterentwicklung und da irgendwie gucken kann, was das für ein Typ hat. Ich meine aber mit Kram, aber Kampf hat es definitiv, deswegen sollte das helfen. Also wenn er wirklich damit anfängt, ich weiß nicht mehr genau. Wir müssen so schnell wie möglich nach oben. Kümmer du dich um den Oberheini da. Mach euch keine Sorge, aber was mit euch reden hier? Überlass die Leichtgewichte ruhig uns, dann knöpfst du dir den blauen Clown vor, Marvin. Kämpfen kann ich zwar nicht, aber ich werde euch helfen, so gut es geht. Gut. Ich kann auch zu den anderen Leuten gar nicht hin, ich kann nur mit ihm hier reden, wow. Jetzt kannst du dich an den Pokémon ergötzen, die ich eigens für diesen Kampf trainiert habe. Also hast du jetzt neue oder was? Weil da gerade so groß reden schwingt. Mal gucken. Glaubst du, das ist schon mal geblieben, auf jeden Fall. Und weiterhin 4 Pokémon, das heißt Lauchzelot, Durengard, Bronzong hat der andere gehabt, oder? Aber wer hat der noch gehabt? Ich habe keine Ahnung mehr. Nochmal fliegen. Oh, wer war es denn noch? Lauchzelot, Durengard. Ich weiß, es ist echt nicht mehr. Oh Gott, Schwerttanz, das könnte uncool werden. Aber jedenfalls scheinen es die gleichen zu sein. Mal gucken, ich bin gespannt. Erstmal bringen wir dich um. Oh, die Animation ist ziemlich cool. Haben wir bisher noch nie gesehen. Die gefällt mir. Die gefällt mir. Ich finde es voll schade, dass die beiden Deppen kein eigenes Battle-Team haben. Das ist, ach genau, das ist Surio. Das ist das ganz normale Trainer-Battle-Team bei denen spielt. Ich meine, ich finde schon, dass die es verdient hätten, ein eigenes Battle-Team zu haben. Vor allem, wenn man so oft gegen die kämpft hier im Postgame. Deswegen finde ich das irgendwie ein bisschen doof, ehrlich gesagt, dass die hier bloß so ein normales Battle-Team haben. Da hätte ich mir mehr erhofft, ehrlich gesagt. Aber was soll's. Wir machen die trotzdem kaputt, würde ich sagen. Und er verfehlt gerade nur, das ist ziemlich cool. Egal, ob er jetzt coole Pokémon hat oder nicht, wir machen sie einfach kaputt. So, ein paar IP. Für mich, Tektas. Ah, genau, stimmt, das Vieh noch. Was mich ja auch abgenervt hat, teilweise. Wobei, eigentlich nicht. Ich habe es eigentlich immer mit einem Hieb kaputt gemacht, weil ich mich erinnern kann. Aber da er jetzt auch ein paar mehr Level hat, glaube ich, könnte das eventuell nicht so gut werden, keine Ahnung. Wir gucken mal. Doch, weiter im One-Hit, sehr schön. Ja, von wegen, du hast hier die Pokémon krass. Ne, du hast immer noch genau gleich. Jetzt kommt noch Durengard. Ja. Ey, Quatsch, Schurkless, sorry. Mann, ich. Warum verwechsel ich die beiden immer? Ich weiß es nicht. Egal, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls sind deine Pokémon halt immer noch die gleichen. Und auch überhaupt nicht speziell. Warum hast du es denn so eilig? Sonst doch in Ruhe und dann Spaß haben. Dass dein dummer Bruder da oben noch mehr Schaden anrichten kann. Nee, nee, lass mal. Lass es doch mal. Feuerschlag. Bam. Warum kann ich hier eigentlich nicht mal Dynamaxen? Das finde ich gerade ein bisschen doof, ehrlich gesagt. Weil das ging doch im Kampf gegen Rose, oder nicht? Er gibt irgendwie kein... Wobei, jetzt ist Endunados halt nicht mehr da, deswegen... Doch, es gibt schon irgendwie Sinn. Keine Ahnung. Und tschüss. Das war's für dich, lieber Schwerthold. Oder Shit... Nee, Schwerthold war's, oder? Nicht Schwertrich oder Schwert... Doch, genau, Schwerthold, alles klar. Oh, meine noblen Pokémon. Die sind jetzt tot. Tja, sorry. Verloren! Ich! Wie ist das nur möglich? Und wo sind die anderen? Hopp und Ness jetzt hin? Ach, okay, da. Wir haben jemanden Meute vertrieben. Jetzt heißt es. Und wohin? Ihr kam gerade von dort hinten. Da ist kein weiterer Weg mehr. Egal. Jetzt heißt es ab nach oben. Jede Sekunde zählt. Und das war einer der beiden legendären Pokémon. Eines der legendären Pokémon. Was war das? Ah, offenbar hatte mein Brüderchen ausreichend Zeit, um den Plan zu vollenden. Gehen wir. Okay.
Okay, das gleiche immer noch. Übrigens, ich finde es auch mega schade, dass es in dem Spiel einfach keinen legendären Pokémon zu fangen gibt. Außer halt Endynalos und jetzt gleich Sexien. Das weiß ich nämlich schon, dass wir jetzt hier gleich Sexien fangen werden können. Wurde mir schon gespoilert. Aber ansonsten gibt es keine. Wir können nicht das andere Legi bekommen, was man meistens nicht kann, aber egal. Man kann keine anderen Legis fangen. Die einzigen drei Legis aus Gen 8 sind Sexien, Samazentan, Endynalos. Finde ich mega, mega schade, ehrlich gesagt. Ist wieder so eine Sache von wegen, hatten sie wohl keine Zeit mehr für mehr Legis oder was? Ich fand es damals so cool, durch die ganze Region zu reisen und überall die Legis zu suchen, die da überall zu finden waren. Muhaha, ich habe es vollbracht, Bruder. Die Kreatur hat sich tatsächlich vom rostigen Schild anlocken lassen. Da musste ich ihr nur noch eine ordentliche Ladung an Galapartikeln verpassen. Das war ein sehr krasser Schrei, ich weiß. Wie konnten sie das nur tun? Sehen sie nicht, wie schmerzhaft das für Samazenta ist? Und alles nur, weil ich nicht verhindern konnte, dass sie das rostige Schild stehlen. Ha, der Schleier ist gefallen und seine wahre Natur offenbart sich in all ihrer rohen Gewalt. Was für eine wahre Natur! Natur vor allem. Natur, du hast das Vieh mit fucking Galapartikeln besprüht. Dass es so wird, das ist nicht seine wahre Natur. Gott! Wer weiß, wie viel Galapartikel du in dem Vieh reingepumpt hast. Das ist doch bescheuert, ohne Scheiß. Diese Bestie soll also euer edler Held sein. Jetzt zeigt sich, wer die wahren Könige der Galar-Region sind. Ja! Hast du verdient, hoffentlich frisst sich auf. Brüderchen. Ich bin nicht dein Ziel. Du sollst an deinem Zorn an der Stadt und ihren Einwohnern auslassen. Du sollst all deinen Zorn an der Stadt... Ja, egal. Ich versuche verzweifelt, deine Kraft im Zaum zu halten, doch es will ihm nicht gelingen. Samazenta! Ich hatte gehofft, wir können ähnlich vorgehen wie bei den Dynamax-Pokémon. Jetzt haben wir es aber mit einem legendären Pokémon zu tun. Falls du vorhast, es zu fangen, würde ich dir davon abraten. Ich gebe es nur ganz zu, aber ich glaube, du bist der Einzige, der dieser Situation gewachsen ist. Mach dir keine Sorgen, Marvin. Ich kümmere mich darum, dass hier alle in Sicherheit sind. Konzentriere du dich darauf, Samazenta zu besitzen. Ja, da hat überhaupt gerade einen spontanen Schlaganfall. Marvin, es greift an! Okay, dann halt doch nicht Sexien. Dann habe ich wohl falsche Infos bekommen. Cool. Samazenta erscheint. Ich habe keine Ahnung, welchen Typ du hast. Ich habe Grammophon. Das ist nicht so cool, glaube ich. Weil. Oder kann ich das Vieh fangen? Ich glaube nicht, weil er hat gesagt, dass das keine gute Idee ist zu fangen. So, ja, was ist gut gegen den? Hä, Flug ist... Ach, das was Kampf hatte? Ich dachte, Samazenta hatte Kampf. Ey, Quatsch. Sechs hatte Kampf, habe ich gedacht, aber scheinbar nicht. Okay, alles klar, gut. Dann kann ich ja drunter bleiben mit Kram... mit Kram, boah, ich kann nicht reden. Komm mal, fliegen. Aber das sollte nicht allzu viel Schaden machen, weil ich ja selbst Stahl habe als Typ. Oh! Oh nee, hör doch mit sowas auf. Samazenta, warum tust du mir das an? Was macht er jetzt? Nochmal Eisenschäler, sehr gut. Die Legi-Musik ist by the way ganz cool, aber ist halt irgendwie schon ein bisschen lächerlich. Dass das hier einfach so ein MIDI-Heul im Hintergrund ist. Also, ich weiß auch nicht, da wäre so viel mehr gegangen. Oh Gott. Ja, natürlich ein Crit, das war klar. So, Bohrschnabel macht eigentlich kaum Unterschied. Also das klingt ja ganz cool und so, aber irgendwie, wie gesagt, es ginge halt so viel besser einfach vom Klang her, wenn das kein MIDI-Track gewesen wäre. Hör doch auf damit! Gott, wie hoch willst du das noch pushen? Habe ich irgendwie so einen Scheiß wie X-Angriff oder so? Ja, hier, guck mal.
das ist schon mal ganz praktisch. Dann packe ich nochmal einer drauf. Oder auch nicht, weil er mich fast umbringt, warum auch immer. Warum ist Knöscher plötzlich so stark? Egal. Bitte greif weiter mit Eisenschädel an, nicht mit Knöscher. Mann! Ist mir egal. Dann stirbt Grammar halt. Ich hab echt keinen Bock mehr. Okay, das ist dumm. Danke. Wenn ich Schrecke zurück? Nein, zum Glück nicht. Oh. Bring Fliegen jetzt um, ich warte nicht. Ich heile die was mal. Uff. Knuddler? Was willst du denn jetzt von mir? Hat ja Bock auf Kuscheln. Och, hör doch auf mit einer Scheiße! Da hat doch niemand Bock drauf, ohne Mist. Es nervt einfach nur. Weil es den Kampf so unnötig krass in die Länge zieht. Danke! Oh boy, ey. Ich hoffe, ich hätte das jetzt nicht fangen können. Aber ansonsten ist mir einfach ganz ehrlich egal, ob ich es fange oder nicht. So, und ganz viel Level up. Sehr schön. So viel dazu. Ja. Oh Mann. Sag mal, Senta, alles auch mit dir? Vorsicht, pass auf! Und da ist Sächschen. Was ist. Reden. Was er jetzt wahrscheinlich beruhigen möchte oder so. Sächschen! Diese Geräusche. Danke, dass du mich gerettet hast, Sächschen! Oh Gott, diese Animation. Die hat schon wer auf Twitter gepostet gehabt, die kenne ich schon. Das ist so. Mann, das ist so. Es ist einfach so. Es ginge so viel besser. Es scheint seine Kräfte noch immer nicht ganz kontrollieren zu können. Ich habe mir große Sorgen um Senta Marvin. Ich muss mir einfach hinterher. Und das gibst du jetzt auf der Stelle zurück. Das gehört zu Senta. Oh weh. Da hat er jetzt mal einen Bad-Boy-Moment gehabt, der gute Hop. Jetzt folgt dem wahrscheinlich in den Schreien, würde ich sagen. Oh, kannst du mir jetzt bitte auffressen? Groa. Ja. Nein! Ich flehe dich an. Verschone meinen Bruder, meinen kleinen Bruder. Sächschen. Der Blick. So voll leer, ohne Seele. Oh Mann. Oh, diese Animation. Das tut einfach weh. Will er jetzt auch kämpfen oder was? So bewältigt man eine Krise als Champ. Respekt. Ich glaube, es wartet auf dich. Kann ich jetzt fangen, ja? Ich glaube, ich werde einfach direkt Meisterball werfen. Ganz ehrlich, ich habe da jetzt keinen Bock drauf, irgendwie ewig zu schwächen, Paralyse zu versuchen oder so. Ich werfe einfach Meisterball, wenn gut ist. Ist vielleicht antiklimaktisch, ist mir aber egal. Hauptsache, mein kleiner Bruder ist unverletzt. Dafür möchte ich dir danken. Wenigstens sind die beiden jetzt scheinbar ein bisschen einsichtig. Furchtbar. Was für eine furchtbare Kreatur. Und zu glauben, wir könnten diese Kreatur zu unserem willenlosen Werkzeug machen. Ja, selbst schuld, ihr Deppen. Wie töricht und hochmütig wir doch waren. Wenigstens sehen sie es ein. Wir haben auf ganzer Linie verloren und möchten euch für all die Unannehmlichkeiten, die wir euch bereitet haben, aufrichtig um Verzeihung bitten. So, aber ja, das kennen wir schon. Unglaublich. Du bist absolut unglaublich, Marvin. Ob Sächschen auf diese Weise vielleicht deinen Dank ausdrücken will? Jetzt komm mal her. Immer Meisterball.
Ja, nehme ich. Wert. Oh, neue Musik, aber. Und dann hat er ein Schwert wieder am Maul. Cool. Ich glaube, ich mache ein bisschen länger nichts, weil ich die Musik hören möchte. 16's Blick wird entschlossen, alles klar. Es hat ein Remix von dem ursprünglichen Theme, nur ein bisschen epischer gemacht. Da ist die MIDI jetzt auch nicht so schlimm, finde ich. Das klingt ein bisschen cool. Was ist bei dir los? Angriff hoch. Jetzt ist es Fee und Stahl. Wegen dieser Schwertform halt. Ja, cool. Oh, das geht noch ein bisschen anders weiter. Ich will jetzt mal hier ein bisschen zuhören der Musik. Die gibt es bestimmt noch auf YouTube, aber ich meine halt nur so. Ist ziemlich cool, gefällt mir. Jetzt ist sogar dieses Theme aus dem Wald damals mit eingearbeitet. Ja, guck mal hier. Das gefällt mir. Also von der Musik her ist das Spiel halt wirklich... Es klingt... Also manche Tracks klingen echt billig, aber größtenteils sind die Tracks echt geil, finde ich. Wollen wir mal normalen Pokéball versuchen. Einfach mal so als Spaß. Wenn das drinne bleibt, lache ich so hart. Okay, das wäre auch ein bisschen peinlich gewesen, wenn das einfach drin bleiben würde, ganz ehrlich. Oh Gott. Ja, okay, wer für Meisterball? Oder nochmal so als Spaß. Komm, wir probieren noch ein einziges Mal als Spaß nochmal im Pokéball. Das wäre so witzig, einfach von dem Plan, oder ganz ehrlich. Nee, gut. So, jetzt surfen Meisterball einfach. Ja, jetzt muss ich Kramor leider opfern. Tut mir leid, Kramor. Was ist. Was sollte ich mir egal, ehrlich gesagt. So. Ja, ich fliehe jetzt. Ich habe keinen Bock auf der Magenta. Tschüss. Oh Mann. Gut, werfen wir einen Pokéball. Ein Meisterball meine ich. Hier! So. Die Musik ist aber echt ziemlich cool, finde ich. Sechschen wurde gefangen. Toll. Und ein Level Up für Intellion, sehr schön. Typ Fee. Nein. Pox. Pox vor allem. Ja, pack's mit in die PC-Box. Das Item. Was hast du jetzt aufgehoben? Da war nix. Also, den Pokéball, klar, aber der war halt nicht da. Wow, wirklich beeindruckend. Der wahre König hat sich für würdig befunden, ne? Was für ein wahrer König eigentlich? Na, egal. Oh. Wir wurden Zeugen eines noblen Kampfes. Ich schäme mich regelrecht dafür, dass wir die ganze Zeit nicht anderen Sinn hatten, als uns darüber zu streiten, wer die wahren Könige sind. Ich kann halt auch der Story nicht ganz folgen, weil mit wahren Königin, Königin heißt das, es gab halt keine richtigen Helden und die Helden waren die ganze Zeit die Pokémon. Es gab schon Helden, oder? Und die beiden sind die Nachfahren der Helden, die halt zusammen mit den Pokémon gekämpft haben. Oder verstehe ich irgendwas falsch? Ich habe keine Ahnung. Du, der Zackenschopf. Freundlich und zuvorkommend wie immer. Mein Bruder und ich werden für unsere Taten Buße tun. Führe uns zugleich in einen angemessenen Ort, an dem wir Abbitte leisten können. Für Kerle, die ihre Taten angeblich bereuen, schubst ihr uns ganz schön rum. Ach, was soll's. Marvin, mittlerweile habe ich einen Eindruck davon, was du wirklich drauf hast. Und ich muss sagen, du hast den Titel des Champs wirklich verdient. Aber bitte, ich bitte dich, lass mich zumindest für eine Weile in Frieden. Ich habe da nämlich ein Muster erkannt. Immer wenn du mich sehen willst, ist Ärger im Verzug. Okay. Warum auch immer. Professor Sania! Ich kann nicht von Ihnen verlangen, dass Sie mir verzeihen. Trotzdem möchte ich mich aufrichtig dafür entschuldigen, dass ich Sie hintergangen habe und belogen habe. Anfangs hat mich das auch ziemlich getroffen, keine Frage. Aber mittlerweile denke ich, Schwamm drüber.
Das hake ich einfach als eine Sache ab, aus der ich was für die Zukunft lernen konnte. Natürlich, die Frau stiehlt deine Wunschsterne, hintergeht dich und hilft zwei Verbrechern, die die beiden legendären Pokémon missbrauchen wollten, aber schwamm drüber und sie kommt nicht ins Gefängnis oder so. Alles super. Ja, das ist halt... Ich weiß auch nicht. Egal. Und das meine ich nicht sarkastisch, okay? Wahrscheinlich doch. Puh, nun, dann wünsche ich Ihnen auch weiterhin viel Erfolg. So, damals hätten wir die beiden nicht ganz so lustigen Clowns erfolgreich aufgehalten. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass am Center nichts passiert ist. Wir sollten zu Hopp gehen wahrscheinlich, und der ruft uns an, oder? Marvin, ein Smart-Rotom, das könnte Hopp sein. Marvin, also, ich bin gerade... Hey, jetzt beruhig dich doch. Boah. Hä, hey, hast du gehört? Samasenta ist auch bei mir. Ist alles okay? Wenn Samasenta herumwütet, ist es nicht gerade gemütlich, aber es geht schon. Kannst du vorbeikommen, Marvin? Ich könnte deine Hilfe gut brauchen. Ich warte im Inneren des Schwimmbades auf dich. Bis dann! Bei Hopp scheint es ja wieder drunter und drüber zu gehen. Also alles wie immer, schätze ich. Woerz. Auch 16 scheint sich Sorgen um seinen Partner zu machen. Wir sollten Samasenta Hopp besser nicht allzu lange warten lassen. Los, auf den Schlummerwald. Okay, aber das machen wir im nächsten Part. Bis dann und ciao. Euer V-Road. Tschüss.